Ich bin heute in Wiener Neustadt im Autohaus Zezula und werde eine Ausfahrt machen mit dem neuen Opel Insignia. Jetzt fehlen mir noch die Schlüssel. Lieber Jochen, bitte. Ah, wunderbar. Da ist der Schlüssel des neuen Opel Insignia. Du willst Spaß, gib Gas. Viele gute Kilometer. Die werde ich bestimmt haben heute. Ein wunderbarer Tag, perfekt für einen Ausflug. Und ich gehe mich jetzt einmal umziehen. Meine Testfahrt beginnt im wunderschönen Burgenland, wo ich den Insignia ein paar Kilometer durch die Natur fahren darf. Auch wenn sein Zuhause wahrscheinlich ein anderes ist. Auch wenn ich die Gegend hier im Burgenland rund um Mattersburg sehr liebe, der Opel Insignia ist kein Fahrzeug, das ins Gelände gehört. Ich meine, einen Feldweg kann man natürlich damit fahren, aber der Opel Insignia, der gehört definitiv auf die Autobahn. Und da bin ich gerade mit diesem herrlichen Fahrzeug. Es ist für mich ein Langstreckenwagen sondergleichen. Mit dem Opel Insignia würde ich sofort am liebsten nach Rom, Venedig oder Paris fahren. Das kann man alles machen mit diesem Auto. Es fühlt sich an wie ein zweites Wohnzimmer, sehr geräumig. Da hat man wirklich viel Platz und man sitzt wie in einem Couchsessel. Vom Feinsten. Moderne und langgezogene Linien, sowohl außen als auch innen, vermitteln beim Anblick dieses Autos sofort ein Gefühl von Geschwindigkeit und Innovation. Der Opel Insignia für mich zusammengefasst in 4 Punkten. Professioneller Businessauftritt, maximale Eleganz, Innovation und Langstreckentauglichkeit. Bevor ich mit dem Wagen nach Wiener Neustadt in das Autohaus Zezula zurückkehre, bekommt er natürlich noch ein frisches Wasser über die Haube. Es war ein herrlicher Ausflug.